Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar ist die My Little Box bei mir eingetroffen. Hier ist sie. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Sammy ist mal wieder am Start, denn es ist nach der Arbeit. Ich habe mich hier hingesetzt, habe gerade das Fullface Rival Loves Me mit dir zusammengeschminkt und die Lippen habe ich kurz abgemacht, weil ich es doch ein bisschen krass fand. Die waren nämlich in einer ziemlich poppigen Farbe. Und jetzt habe ich hier noch das nächste Päckchen, was ich gerne mit euch zusammen auspacken möchte. Und zwar ist es die My Little Box. Ich habe es hier geöffnet, weil normalerweise nimmt man dann ja die My Little Box hier raus, die Box. Aber irgendwie sieht das anders aus, ne? Irgendwie sieht es anders aus als sonst. An alle mit knallhartem Waschbrettbauch und alle mit kuscheliger Waschbärkugel. An alle, die bereits um 5 Uhr morgens meditieren und alle, die mittags noch im Tiefschlaf sind. An alle, die regelmäßig ins Fitnessstudio gehen und alle, die lieber regelmäßig die Bar besuchen. An alle, die jeden Lauf mitmachen und all jene, die niemals ein Mittagessen auslassen würden. An alle, die ihre Neujahrsvorsätze einhalten werden und alle, die sie am 2. Januar wieder über Bord werfen. Wir wünschen euch allen ein beschwingtes, entspanntes und bewegtes neues Jahr. My Little Box. Also im Prinzip wirklich an alle. Denn ich habe mich in mehreren dieser Aussagen wiedergefunden und dann wieder doch nicht wiedergefunden. Das ist hier tatsächlich die My Little Box. Box? Ist der Karton jetzt die Box? Das finde ich interessant. Ready, Set, Go. Steht hier drauf und dann macht man das auf. Hä? Ach, warte. Nicht kaputt reißen. Da muss man jetzt vorsichtig sein. Oh. Das ist ja schwierig jetzt hier, ne? Denn, genau, ich hatte das eben so ein bisschen angehoben, das scheint ein Kalender zu sein, der hier als Drumherum-Gedöns benutzt wurde. Okay, kann man den so rausnehmen? Ja. Und das ist vor allem ziemlich witzig, denn da stehen... wirklich nur irgendwelche Motivationsqueen versus Faulpelz. Dieses Kalenderchen soll dir bei den wirklich wichtigen Entscheidungen in 2020 helfen. Welttag des Popcorns, Netflix and Chill, deutsch-französischer Gedenktag, offizielles Ende der guten Vorsätze. Ja, okay, Welt-Nutella-Tag, nur ein Glas pro Person. Ich liebe Nutella. Ja, ich könnte sogar Nutella von Nusspli oder sonstigen günstigen anderen Alternativen sehr gut unterscheiden. Ne? Ich bin echt ein Freak, was das angeht. Internationaler Badewannenpartytag. Oh, das hänge ich mir hier hin tatsächlich. Das finde ich cool. Das ist ein schöner Kalender. Auch wenn er klein geschrieben ist und ich dann ungefähr mit der Nase davor hängen muss, um ihn zu lesen. Ich finde es cool. Okay, dann haben wir hier, geht's weiter. Irgendwie keine Box dieses Mal drin. Auf die Plätze fertig Pose. Und das scheint Yoga zu sein. Ich bin tatsächlich eher das Faultier. Also ganz unten. Da. Wobei selbst das anstrengend aussieht. Ah, Claudia, mehr Bewegung. Mehr Bewegung. Okay. Das erste, was ich hier dann quasi, oder im Prinzip ist es ja schon das dritte, was ich hier rausnehme, ist dann hier sowas. Das ist eine Tasche. In einem wunderschönen Aprikot. Finde ich praktisch. Das ist ein Shopper, das ist eine Sporttasche, das ist eine Schwimmtasche. Finde ich ganz cool, ne? Also da kannst du so nicht zu sagen. Nichts Negatives, wenn ich sie denn aufkriege. Ah, boah, der Reißverschluss ist hart. Muss man wahrscheinlich erstmal mit ein bisschen Vaseline oder Labello beigehen. Ist jetzt so nichts Spektakuläres drin. Ist auch keine Innentasche oder sonst irgendwas. Es ist einfach ein Shopper. Das heißt, man kann das irgendwie zusammenkrubbeln und dann irgendwie in eine Handtasche mitnehmen. Oder ich lege mir die einfach ins Auto. Wobei, da habe ich auch schon viele DM, Rossmann und Action-Tüten rumliegen. Ja, ne? Aber finde ich ganz poppig. Also das ist vor allem so ein Neon-Orange hier oben und das ist dann hier dieses Afriko. Finde ich ganz cool. Ja, so einen Shopper kannst du immer gut gebrauchen. So, und hier sind dann die Produkte in einem Beutelchen. Auch den Beutel kann man dann weiterverwenden. Finde ich auch ganz cool. Könnte ich tatsächlich als Wäschenetz verwenden für meine
hier für meine Norvel Abschminkpads und so. Das erste Produkt, was ich hier mit rausziehe, ja gut, ne? Ist jetzt, glaube ich, schon das dritte, was ich davon in meinen Händen halte. Ich benutze halt kein Trockenshampoo. Ich mag das Gefühl nicht, wenn ich meine Haare nicht wasche jeden Tag. Ich mag das Gefühl nicht, wenn ich Trockenshampoo drin habe. Das heißt, das ist ein Produkt, was ich weitergeben werde. Trockenshampoo von Batiste. Sofort frisches Haar, Damage Control für geschädigtes oder strapaziertes Haar mit festigendem Keratin. Ist ja alles ganz nice, ne? Aber ich mag das einfach nicht. So, dann habe ich hier noch so einen Flyer drin. Simple and Clean Serie. Reborn this way. My Little Beauty erfindet sich im Januar 2020 neu und fokussiert sich aufs Wesentliche. Endlich. Befreien wir uns von unnötigem Ballast in Sachen Beauty. Nur noch ein Minimum an Zutaten und vor allem mit natürlichen Inhaltsstoffen. Okay, das ist natürlich nett. Bereits im Januar schlüpft die neue Serie in deine Box, kleiner Spoiler, und bietet dir eine tolle Pflege nach dem Workout. Eye of the Shower. Feuchtigkeitsspendende Körperlotion für die Dusche. Was ist denn das hier wahrscheinlich? Eye of the Shower. Eye of the Shower. Le Corps Hydratant. Ja, 100 Milliliter. Das ist von My Little Box. 98% natürliche Inhaltsstoffe sind hier drin. Als Ergänzung zu deiner sportlich inspirierten Box haben wir diese wohltuende Post-Workout-Körperlotion entwickelt, die unter der Dusche, nach dem Duschgel oder an dessen Stelle aufgetragen wird, um deine Haut ganz lieb mit Feuchtigkeit zu versorgen. Einfach einmassieren und wieder abspülen. Sie ist dank Rizinusöl und Shea-Butter butterweich und bringt dich mit weißer Grapefruit und Ingwerwasser in Schwung. Da muss ich aber dran riechen. Also positiv ist erstmal hier dieser Pumpspender. Das finde ich ganz nett. Ich mag Pumpspender. 100 Milliliter finde ich zum Testen auch ganz gut. Und dann riechen wir mal dran. Du riechst die Grapefruit. Das riecht ganz angenehm. Ja, ne? Ist halt eher was für ein Frühling, finde ich persönlich. Ne? Es ist milchig tatsächlich. Werde ich aber, denke ich mal, verwenden. Das scheint aber tatsächlich dann eher etwas zu sein, so wie so eine In-Dusch-Body-Lotion, ne? Und das werde ich mal ausprobieren. Ja, mal gucken. Hört sich ganz vielversprechend an. Und dann haben wir ein letztes Produkt hier in der Box mit drin. Strawberry Booster, 100% Cold Pressed Strawberry Seed Oil. Okay, das ist ein Erdbeeröl, ein kaltgepresstes Erdbeeröl, nur für den äußerlichen Gebrauch. Aber wofür? Day Booster. High Content of Omega Fatty Acids make this a powerful skin softener to regenerate and improve the skin's moisture levels. Okay, also es ist ein Gesichtsöl, um das Gesicht mit Feuchtigkeit zu versorgen. Du hast hier übrigens kein Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Das heißt auch keine Preise. Ich schaue bei den einzelnen Produkten, ob ich sie irgendwo online gefunden habe und blende dann die einzelnen Preise dazu ein. Oh, das finde ich hübsch. Oh, das finde ich richtig hübsch. 15 Milliliter sind hier enthalten. Das ist so ein... Oh, ich mag diese Farbe ja schon mal direkt, ne? Das ist so ein... Ist das Glas? Nee, das ist irgendwie... Oder Porzellan oder sowas. Aber das ist kein Plastik hier außen drum zu, Leute. Okay, das ist eine Pipette. Und hier ist so eine Flüssigkeit. Sieht aber eher flüssig als ölig aus. Riecht... Wonach riechst du? Wonach riechst du? Mach mir einen Tropfen auf meine Hand mal, um das mal zu verreiben und zu riechen. Doch, das ist ölig, ja, definitiv. Nicht nach irgendwas. Also das ist auch sehr pflegend, ne? Schönes Öl, da glänzt die Hand. Nö, hat so keinen Geruch. Also ich denke, dass es halt auch ohne Parfümstoffe ist. Also kaltgepresstes Erdbeeröl scheint nach nichts zu riechen. Haben wir auch wieder was gelernt, oder? Ja. High Content of Omega Fatty. Also Omega-Fetten. Ich kenne nur Omega-3-Fettsäuren oder Omega-3-Fette, die man dann ja quasi bekommt, wenn man Fisch isst zum Beispiel. Was hier sehr gesund ist. Ja, und das ist einfach ein Essential Oil Free. Hä? Es ist ohne essentielle Öle. Essential Oils. Hä? Verstehe ich nicht. 100% Natural Certified, Vegan and Cruelty Free. Okay, das ist auch wiederum nett, ne? Jo, das werde ich auch mal austesten. Finde ich ganz nice. Hätte ich aber irgendwie geiler gefunden, wenn es tatsächlich mit Erdbeerduft gewesen wäre. Schade. So riecht es einfach nach nichts. Relativ geruchsneutral. Es haut mich jetzt nicht so irre vom Hocker,
aber ich finde es irgendwie jetzt auch nicht schlecht. Also ich weiß nicht, die Gefühle, die ich in mir drin habe, sind jetzt nicht so überwältigend, um das mal so zu sagen. Ich finde es aber per se in Ordnung, ne? Also Abo läuft weiter, ich habe die ja im Abo und bekomme die ja monatlich. Ich habe die im Jahresabo, habe dann quasi den günstigsten Betrag, den ich dafür bezahle. Und ja, mit meinem Code, den ich dir eingeblendet habe und der unten in der Infobox steht, kannst du auch ein bisschen was sparen. Ja, ansonsten war es das jetzt auch schon mit der Box. Bisschen irgendwie, ich will noch mehr testen, ich will noch mehr zeigen, aber ich kann gerade nicht, weil es ist nicht mehr drin. Tut mir leid. Ja, dennoch, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!